Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Vom Balkon unseres Apartments aus blicken wir gerade auf den Strand von La Bulle. Der schöne Ort hat einen hübsch französisch klingenden Namen, jedoch sind wir viel weiter nordöstlich an der deutschen Ostseeküste, denn La Bulle ist ein Vorort von Kiel. Wenn wir unseren Blick über das Wasser schweifen lassen, dann sehen wir gegenüber von uns schon wieder Land. Und das liegt daran, dass La Bulle gar nicht am offenen Meer, sondern an der geschichtsträchtigen Kieler Förde liegt. In der Vergangenheit war Kiel ein wichtiger Kriegshafen und 1918 meuterten hier die Matrosen, was zum Ende der Monarchie und zur Entstehung der ersten Demokratie hier in Deutschland führte, womit wir also ein unglaublich wichtiges geschichtliches Ereignis hatten, was hier stattgefunden hat. Die bekannteste Sehenswürdigkeit hier in La Bulle ist das Marine-Ehrenmal. Es liegt nicht weit entfernt in Richtung Ortsausgang und ist das berühmte Wahrzeichen der Kieler Außenförde. Mit seinem 85 Meter hohen Turm bietet es einen unglaublich guten Ausblick auf die ganze Umgebung hier. Und bei klarer Sicht und gutem Wetter kann man rüber bis zu den dänischen Inseln, zur Fehmarnsundbrücke und bis auf die Hügel der holsteinischen Schweiz blicken. Das ursprüngliche Denkmal war eigentlich für die gefallenen Angehörigen der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg gedacht, wurde dann jedoch in einen viel positiveren Zweck umgewidmet. Und zwar soll es heute ein Denkmal für alle verstorbenen Menschen auf See sein, und zwar nicht nur von Deutschland, sondern von allen Nationen. Außerdem soll es ein Mahnmal für eine friedliche Seefahrt sein. Der Gebäudekomplex des Ehrenmals hat außerdem noch eine weitere Besonderheit. Es ist nämlich eins der wenigen architektonischen Beispiele des Expressionismus hier in Deutschland. Seit 1972 liegt auf dem Strand vor dem Ehrenmal ein U-Boot. Und zwar genauer gesagt U-995 aus dem Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich um ein U-Boot des sogenannten Typs 7C, was aus vielen Filmen bekannt sein dürfte. Und es wird hier in La Bulle instand gehalten und als technisches Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einerseits ist natürlich auch das U-Boot ein Mahnmal gegen den Krieg, was man auch sofort merkt, wenn man diese enge Stahlröhre betritt, weil man da dann wirklich genau die Ängste und das Leid der Besatzungsmitglieder nachempfinden kann. Man kann das in Büchern lesen, man kann das in Dokumentationen sehen, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man diese enge Stahlröhre betritt und sich dann vorstellt, mit vielen Leuten auf diesem engen Raum eingesperrt zu sein. Die ganze Atmosphäre ist etwas völlig anderes und das macht die Geschichte wirklich greifbar und nachvollziehbar und natürlich auch abschreckend, damit sich so etwas nicht wiederholt. Von der technischen Seite her muss man allerdings sagen, ist dieses U-Boot auch unglaublich faszinierend, da es ja komplett ohne digitale Technik ausgekommen ist und trotzdem über und unter Wasser fahren konnte. Und das ist natürlich für den damaligen Stand der Technik und dass das überhaupt möglich war, schon auch wieder faszinierend. Man merkt gleich, wie viele maritime Einflüsse es hier gibt und La Bulle hat auch einen sehr schönen Yachthafen, in dem die Segeltradition gepflegt wird. Denn wo würde das mehr Sinn machen als in der Nähe von Kiel, wo einmal jährlich traditionell die Kieler Woche ausgetragen wird. Die Kieler Woche ist eines der größten Segelsportereignisse der Welt und zieht jedes Jahr jede Menge Besucher an. Der Strand hier in La Bulle füllt sich dann mit den Zuschauern, die nur darauf warten, dass das Segelfeld von Kiel aus kommen über die Kieler Förde an La Bulle vorbei in Richtung Ehrenmal auf die offene Ostsee fährt. Der Vorteil unseres Suchgebietes liegt diesmal darin, dass wir nicht nur den Strand, sondern auch einen dahinterliegenden großen Flachwasserbereich haben, den wir mit unserer Suchgenehmigung absuchen dürfen. Diese Tatsache hat uns auf eine Idee gebracht, und zwar wollen wir diesmal einen Vergleich zwischen der Land- und zwischen der Wassersuche machen, um zu sehen, was sich überhaupt finden lässt, welche Sache erfolgreicher ist und die ganze Sache dann mal gegenüberstellen, um zu sehen, was dabei rausgekommen ist. Wir nehmen euch jetzt also mit zu unserer Land- und Wassersuche in La Bulle. Los geht's!
Es ist noch relativ früh am Morgen, deshalb sieht man hinter mir, dass auf der Promenade auch noch nicht wirklich viel los ist. Aber wir sind schon auf dem Strand von La Boe, um mit der Landsuche beginnen zu können. Natürlich nehmen wir euch mit und werden euch dann zeigen, was wir alles finden werden. Aus Belgien. 2 Cent aus Spanien von 2017. Ach, das ist ja witzig. Nochmal 5 Cent aus Spanien. Ach nee, das andere waren gar keine 5 Cent, aber egal. Wieder aus Spanien. Zwei Cent und ein kleiner Schlüssel. Das ist cool. Das gibt's gar nicht. Nachdem ich den Schlüssel gefunden habe, kommt jetzt das Schloss. Dann fehlt jetzt nur noch die Schatzkiste mit dem großen Schatz. Erkennt ihr das Schiff da im Hintergrund? Das ist die Gorch Fock. Die wurde general überholt und ist 2021 wieder nach Kiel gekommen und seitdem wieder im Einsatz und jetzt läuft sie geradeaus. Das ist ein schöner Anblick. Oh ja. Das sind 2 Euro.
dachte erst, es wäre eine alte Münze, aber jetzt sieht man hier oben, ist so ein Loch. Das wird also ein Einkaufswagen-Chip sein. War auch kein besonders starkes Signal. Eher so ein bisschen hin und her springend und ist auch ganz dünn. Aber auch ganz interessant. Tja. Irgendwas hinten mit Kunststoff. Das hier ist Kupfer. Tja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall was Modernes. Immerhin ein bisschen Kupfer dabei. Das Wetter hat sich gerade ganz schön zugezogen und gerade eben habe ich auch einen ordentlichen Schauer abgekriegt. Aber da ist die Belohnung. Wieder 2 Euro. Wir sind hier gerade an einer Tischtennisplatte und es piept hier überall. Deshalb wird bestimmt hier eine Menge verloren gegangen sein. Und jetzt gucken wir mal nach, worum es sich dann handeln wird. Hab ich's mir doch gedacht. Nachdem ich vorhin so viel Glück bei der Tischtennisplatte hatte, habe ich überlegt, dass wahrscheinlich auch bei der Dusche was sein könnte. Natürlich piept es überall wegen dem Metall, aber da war noch ein separates Signal, was ich so gerade eben heraushören konnte. Und dabei handelt es sich um den Euro hier. Der kommt jetzt auch noch dazu. Auf unserem Weg den Strand hinunter haben wir uns immer weiter in Richtung Ortsausgang vorgearbeitet und sind schon in der Nähe des U-Bootes. Hier, wo der Detektor liegt, hatte ich plötzlich ein Signal, das man nicht genau zuordnen konnte. Es ist ziemlich hin und her gesprungen und eigentlich hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass es etwas Gutes sein könnte. Dann jedoch kam dieser Pfennig aus D-Mark-Zeiten und direkt daneben eine andere alte Münze zum Vorschein. Ich würde vermuten, sie stammt aus derselben Zeit. Es ist also sehr spannend, was wir hier finden können und wir dürfen gespannt sein, was noch kommt.
jetzt gehen wir weiter in Richtung U-Boot. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte, aber es ist super interessant. Sieht so aus wie aus Edelstahl, oben mit einer Art Feder dran. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ach, das gibt's ja gar nicht. Schon wieder so ein Teil. Ja, was immer das auch ist. Da bin ich im Moment überfragt, aber vielleicht lässt es sich ja noch rausfinden. Aber es muss ja irgendeine Bedeutung haben, wenn es hier immer wieder solche Objekte gibt. Spannend. Hier haben wir schon wieder etwas Altes. Im hinteren Teil des Strandes scheinen eher die älteren Sachen zu liegen. Das ist echt zu witzig. Passend zu unserem Schlüssel und dem Schloss haben wir jetzt auch noch den Bügel fürs Strandkorbschloss. Ein Doppel! Das gibt's ja gar nicht. Einmal und zweimal. Ein Signal und zwei Treffer. Wie cool ist das denn? Hammer! Ah ja. Ein Ersatzschäufelchen. Seht ihr das? Das ist schon wieder ein Schloss. Nein! Und diesmal sogar noch mit dem Schlüssel drin. Der wird uns diesmal gleich mitgeliefert. Jetzt brauchen wir die Schatztruhe, Leute. Kann doch nicht sein. Gerade eben habe ich etwas sehr Interessantes gefunden, und zwar dieses platte Objekt. Aber wenn man sich einmal die Form genau anguckt, dann wird man erkennen, dass es so eine Art Prägemünze ist. Ihr kennt das vielleicht. Man wirft ein kleines Geldstück in einen Automaten ein, ein größeres, dann dreht man an eine Kurbel und am Ende kommt ein geprägtes Souvenirstück raus. Wahrscheinlich ist hier das eingeprägte Logo drin. Kann man jetzt aber gerade nicht erkennen, weil da Rost drüber ist. Wenn wir den wegmachen, können wir vielleicht noch mehr erkennen. Sehr spannend. Oh Leute, schaut euch das an, was da zum Vorschein gekommen ist. Das ist ein Ohrring. Ich befürchte zwar nur Modeschmuck, aber trotzdem.
Oh, da ist, kann ja auch noch mehr sein. Wow, 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 wow. Das ist hier der absolute Wahnsinn. Hier haben wir noch einen ganz netten Einkaufswagen-Chip. Sieht auch noch super gut aus. Da wir Mitte Oktober haben, ist das Wasser längst nicht mehr so warm wie im Sommer und deshalb mussten wir auch unbedingt darauf achten, entsprechende Kleidung mitzunehmen, die wir hier für La Bö eingepackt haben. Am Schrank hier hinter mir, da sieht man die Tauchausrüstung. Die besteht einerseits aus dem Taucheranzug an sich. Wir haben einmal die Taucherhose auf der linken Seite, das Tauchjackett auf der rechten Seite, entsprechend mit einer Kapuze ausgestattet, auch dass der Kopf warm bleibt. Beides mit 5 mm Neopren, also relativ dick, damit wir nicht so leicht frieren. In der Mitte an dem Kleiderbügel haben wir einmal Neoprensocken und außen an den Rändern Neoprenschuhe. Die Neoprensocken kommen unten drunter, die Neoprenschuhe oben drüber, damit die Füße schön warm bleiben und die Kälte nicht so schnell hochziehen kann. Unten unterm Schrank sieht man noch unseren Tauchgürtel mit Bleigewichten. Der soll uns einerseits in Position halten, andererseits können wir daran noch ein Säckchen befestigen, in dem wir dann unsere hoffentlich aufgefundenen Funde verstauen können. Damit sind wir gut ausgestattet und werden jetzt ins Wasser gehen.
Wie wir gesehen haben, ist hier in Laboe so einiges zusammengekommen, was spannend und interessant ist. Und wenn man jetzt auch noch bedenkt, wie viel Müll wir wieder entfernt haben, dann wird relativ schnell klar, dass die Suche mit dem Metalldetektor und ein aktiver Umweltschutz überhaupt nichts Gegenteiliges sein müssen. Sie können sich viel mehr ergänzen und natürlich einen Beitrag dazu leisten, das Ökosystem mehr ein bisschen von der menschlichen Vermüllung wieder sauberer zu machen. Die wertvollsten Schätze, die es hier gibt, wird man nämlich überhaupt nicht mit dem Metalldetektor finden können, denn das sind die lebenden Bewohner an sich. Und genau darum geht es ja auch, sie zu schützen und den Lebensraum für sie wieder ein bisschen sauberer zu halten. Hier in Laboe gibt es eine meeresbiologische Station, die ein eigenes Forschungsschiff betreibt, und wir hatten das große Glück und die Gelegenheit, an einer Forschungsfahrt mit diesem Schiff teilnehmen zu können. Wir nehmen euch jetzt also mit an Bord und werden euch die wahren Schätze der Ostsee einmal ganz genau zeigen. Hier können wir jetzt gerade sehen, wie mit dem Grundschleppnetz eine Probe vom Meeresboden entnommen wird. Das Netz wird hinter dem Schiff hergezogen und mit der Seilwinde an Bord geholt. Die eingefangenen Meeresbewohner werden anschließend zur Bestimmung vorsichtig in vorbereitete Becken gesetzt und anschließend wieder unbeschadet in die Freiheit entlassen. Neben Seesternen und Krabben gingen auch ein paar Seenadeln ins Netz, die uns hier freundlich in die Kamera schauen. Viel schneller als gedacht war die Forschungsfahrt schon wieder vorbei und es ging zurück in den Hafen von Laboe.
Nachdem wir jetzt sowohl die Suche an Land als auch im Wasser abgeschlossen haben, möchten wir mit euch die Fundauswertung machen. Allerdings wollen wir es diesmal nicht so machen, dass wir die Landsuche auswerten und dann die Wassersuche auswerten, sondern dass wir die Sachen natürlich gegenüberstellen, auch um eben mal zu sehen, was erfolgreicher war, was wo herausgekommen ist. Wir werden dazu gleich in die Nahaufnahme wechseln, um uns die einzelnen Sachen nochmal genau anzusehen und die auch entsprechend auszuwerten, auch nebeneinander zu legen, um eben halt das Ganze dann mal vor sich zu sehen. Was man allerdings jetzt schon vorweg sagen kann, ist, die Suche hier in La Boe war Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, das hat unglaublich Spaß gemacht. Es gab ganz, ganz viele Signale. Wenig Müll, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu anderen Suchgebieten, wo man wirklich viel Abfälle hat, war das hier relativ wenig. Also ganz viele Signale haben was Gutes zum Vorschein gebracht. Natürlich unterscheidet sich die Land- und Wassersuche, auch das habt ihr gesehen. An Land waren es mehr die modernen Euro-Münzen, die man hatte. Im Wasser interessantere Dinge, die auch ziemlich spannend sind, aber das gucken wir uns jetzt in der Gegenüberstellung und in unserem Vergleich der Land- und Wassersuche in La Boe nochmal ganz genau an. Die Fundauswertung von La Boe stellt uns diesmal vor einige Besonderheiten. Zum einen sehen wir hier eine immense Anzahl an Funden, die wir erfreulicherweise auffinden konnten. Andererseits hatten wir ja zu Beginn unseres Videos gesagt, dass wir einen Vergleich zwischen der Land- und der Wassersuche machen wollen. Und deshalb haben wir unsere Fundauswertung auch entsprechend aufgebaut. Wir sehen hier auf dieser Seite die Landsuche mit allen Funden, die es da gegeben hat. Und gegenüber auf der anderen Seite sehen wir die Wassersuche mit den entsprechenden Funden von dort. In der Mitte sehen wir einen Balken mit verschiedenen Tagen, an denen wir suchen waren. Insgesamt waren wir für 11 Tage in La Boe und haben dort die unterschiedlichen Suchen durchgeführt. Zur Anordnung gibt es noch ein paar Besonderheiten zu nennen. Bei Tag 4 sehen wir bei der Wassersuche keine Funde, was einfach daran lag, dass nichts aufzufinden war. Ein paar andere Besonderheiten bestehen darin, dass wir an Tag 6 und 7 keine Landfunde haben. Damit das Ganze nämlich vergleichbar bleibt, haben wir uns an diesem Tag nur auf die Wassersuche konzentriert. Und folglich haben wir danach an Tag 8 und Tag 9 nicht im Wasser gesucht, sondern ausschließlich an Land. Den einzigen Tag, den wir bei unserem Vergleich vielleicht rausnehmen können, ist Tag 11. Da hatten wir die ganze Ausrüstung fürs Wasser schon eingepackt. Das war nämlich unser Abreisetag und da haben wir nur noch mal am Land eine schnelle Suche durchgeführt. Ansonsten haben wir darauf geachtet, die Suchzeit möglichst identisch zu halten, damit man den gewünschten Vergleich auch entsprechend gut durchführen kann. Dann kommen wir mal zu unseren Funden und beginnen mit der Landsuche. Wie ihr im Video gesehen habt, kamen eine Menge interessanter Gegenstände dabei zum Vorschein. Wirklich amüsant und witzig waren unsere Schlösser, die wir hier sehen. Tatsächlich wirklich mit passendem Schlüssel, so dass man sie öffnen kann. Und das war nicht nur beim ersten Schloss der Fall, sondern eben auch beim zweiten. Auch da passt der Schlüssel entsprechend dazu. Nur am Tag 10 zu dem Schloss haben wir nicht den passenden Schlüssel gefunden. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Am ersten Tag hatten wir neben den Euro-Münzen diese Prägemedaille. Einen Einkaufsschip, den wir nicht identifizieren konnten, weil er schon so verrostet ist, aber wir haben es anhand des kleinen Bohrlochs oben gesehen. Diese verkrusteten Münzen sind von daher interessant, weil es sich nämlich, wenn man genau hinsieht, um Einpfennigstücke handelt, also D-Mark-Münzen und nicht eben halt Euro-Münzen, die wir ansonsten gefunden haben. Wir sehen ansonsten viele Euro-Münzen bis dahin und kommen hier im unteren Teil nochmal zu dem Highlight-Fund der Landsuche. Das ist hier dieser Ohrring, den wir gefunden haben. Lässt sich relativ leicht öffnen. Einen Stempel
konnte man nicht entdecken. Magnetisch ist es allerdings auch nicht. Ich würde weiterhin behaupten, es handelt sich hier um Modeschmuck, aber es ist trotzdem ja ein schöner Fund und zeigt uns, dass man eben halt auch wirklich wertvolle Sachen finden kann, wenn das zum Beispiel jetzt aus Silber gewesen wäre. Dieses verrostete Stück ist die kleine Hülse aus einer Schreckschusspistole, allerdings aus Eisen und sehr verrostet. Wir hatten auch erst gedacht, dass es sich bei diesen Objekten hier um eine Patrone handelt, weil hinten auch diese Auszieherrille zu sehen ist, wie sie eigentlich normalerweise bei Gewehrpatronen üblich ist. Das Ganze kommt aber nicht hin, weil hier vorne eine Bohrung drin ist. Es wird vermutlich eher ein Gewicht sein, mit der man am Strandkorb eine Plane gespannt hat. Irgendetwas in dieser Art. Auf jeden Fall nichts Besonderes und etwas Modernes. Den letzten Tag nehmen wir, wie gesagt, heraus. Das ist nämlich der Abreisetag gewesen. Da haben wir eine schnelle Landsuche gemacht. Ansonsten sieht man natürlich, sind bei der Landsuche viele, viele Gegenstände zusammengekommen, wesentlich mehr als auf der anderen Seite gegenüber. Das heißt aber nicht, dass die Wassersuche deshalb weniger interessant war. Wir haben ja hier gesehen, das meiste, was wir hier gefunden haben, abgesehen vielleicht von ein paar D-Mark-Münzen, ist alles relativ neuzeitlich. Das sieht gegenüber ein bisschen anders aus, denn da sind die Funde doch mit einer gewissen Geschichte verbunden. Und deshalb gehen wir jetzt einmal zur Wassersuche. Hier gegenüber bei der Wassersuche sind es zwar weniger Funde, aber nicht weniger interessante Funde. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Tag. Da seht ihr ein sehr verrostetes Objekt. Das wird entweder eine alte Münze sein oder es wird eine Unterlegscheibe sein, irgendwie sowas in der Art. Das können wir jetzt noch nicht feststellen, müssen wir nochmal ein bisschen sauber machen, hoffen, dass diese feste Rostkruste abgeht. Eventuell lässt sich darunter noch irgendetwas erkennen. Dann eine ganz normale 5-Cent-Münze. Das ist also etwas Neuzeitliches und noch nichts unbedingt Besonderes. Es wird aber am nächsten Tag schon gleich wesentlich spannender. Das hier ist der Kopf von einer Weinflaschenbanderole. An sich schon mal ein sehr netter Fund. Und hier daneben eine Messingschließe. Die haben wir euch ja schon während der Wassersuche gezeigt. Man sieht, es ist noch ein bisschen goldgelb hier. Das ist also eindeutig Messing. Allerdings wahrscheinlich ein moderner Fund. Es wird für den Verstellverschluss von einer Käppi oder Mütze gewesen sein, damit man am Hinterkopf die Größe einstellen kann. Aber Messing ist natürlich schon mal ein schönes Material. Danach wurde es ziemlich mysteriös und im allerersten Moment konnte ich das wirklich nicht besonders zuordnen. Ich habe es für Abfall gehalten. Es war dieses eingedöllte Objekt, ziemlich zusammengedrückt mit etwas dichtmetallischem, kaum zu identifizierenden darin. Das sah erst gar nicht besonders aus, es entpuppte sich aber besonders. Und zwar noch nicht an diesem Tag, sondern an den Tagen danach. Nämlich genau an diesem Tag und auch nochmal am letzten Tag der Wassersuche. Um euch das näher zu erklären, was es mit diesen drei Objekten auf sich hat, blenden wir jetzt noch einmal in eine Nahaufnahme, damit ich euch das ganz genau erklären kann. Wir sehen hier vor uns unsere drei Objekte, die wir nun mal ein bisschen näher betrachten wollen und werden jetzt gleich feststellen, dass sie erstaunlich gut zueinander passen. Das erste Objekt dieser Art, was wir gefunden haben, war dieses hier. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war eigentlich überhaupt gar nicht zuzuordnen. Es war dieses Metallstück, das zusammengedrückt war. Eine Form konnte man eventuell anhand dieser beiden anderen nicht-metallischen Objekte vermuten. Also annehmen, dass es mal irgendwann rund gewesen sein wird. Aber was es genau auf sich hatte, war zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Wesentlich deutlicher wurde es
mit diesem Objekt. Und wir sehen es schon an der Form. Es handelt sich um eine Patronenhülse, allerdings keine Gewehrpatronenhülse, sondern es ist Signalmunition. Man hätte es am oberen Teil auch nicht unbedingt erkennen können, jedoch mit dem Boden hier drunter, da wurde es ganz klar, dass es sich um Munition handeln muss oder besser gesagt um Munitionsreste handeln muss, denn die Objekte sind ja leer. Diese Art von Signalmunition wurde im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg verwendet. Die Annahme, dass es sich um den Zweiten Weltkrieg handelt, liegt aufgrund der Vergangenheit von Laboe ein wenig näher. Wir sehen, diese Art der Signalpatronen, die waren aus Aluminium gefertigt oder sind aus Aluminium gefertigt und natürlich durch die lange Zeit im Wasser Korrosion ausgesetzt, was natürlich diese Löcher hier erklärt. Die Patrone hier muss irgendwie noch großem Druck ausgesetzt gewesen sein, plus Korrosion, da ist also nicht mehr wirklich so viel erhalten geblieben. Auch bei dem dritten Objekt handelt es sich um den Teil einer Signalpatrone, allerdings um den vorderen Teil, der erhalten geblieben ist. Auch hier wieder ist etwas Nichtmetallisches drin, was wir euch jetzt erklären wollen. Es wird relativ eindeutig, wenn wir diese beiden Patronen einmal miteinander vergleichen. Man sieht nämlich, die Patrone in der Mitte wurde abgefeuert und ist entsprechend leer. Die andere Patrone hier war noch vollständig, als sie ins Wasser geworfen wurde. Es ist nur der obere Teil erhalten geblieben. Ähnlich sieht es bei dem ersten Objekt aus. Da ist auch nur der obere Teil erhalten geblieben. Und wenn wir uns jetzt den Aufbau so einer Signalpatrone einmal genau angucken, dann wird auch klar, warum hier der obere Teil erhalten geblieben ist. Es war nämlich folgendermaßen, man musste natürlich überlegen, dass so eine Signalpatrone auch bei stürmischem Wetter mit viel Gischt und Feuchtigkeit, bei Regen und so weiter eingesetzt wird. Wäre dann in die Patrone Feuchtigkeit gekommen, dann hätte sie nicht mehr funktioniert. Man musste also zusehen, dass man die Patronen auch wasserdicht bekommt. Deshalb einerseits das Aluminium, weil Aluminium natürlich erstmal ein bisschen korrosionsbeständig ist. Dann hatte man sich überlegt, oder besser gesagt hatte man es so konstruiert, dass es hier oben eine Lackabdichtung gab. Die Lackabdichtung war wasserdicht, dass das Wasser schon gar nicht erst hineindringen konnte. Der Lackabdichtung folgte eine Pappscheibe. Unterhalb dieser Pappscheibe kam eine Korkscheibe. Das ist der Rest, den wir hier sehen. Und auch noch einmal hier oben sehen. Nach der Korkscheibe folgte eine Filzscheibe. Das ist dieses Teil hier. Man sieht es auch noch, es ist hier nur ein wenig filzig. Auch das hat sich im Laufe der Jahre zwar verformt, aber nicht aufgelöst. Nach der Filzscheibe folgte in diesem Bereich nochmal eine zweite Lackabdichtung, damit wirklich keine Feuchtigkeit in die Hülse hineinkommte. Erst danach kam der Leuchtstern, der das eigentliche Signal gab, und ganz am Ende der Hülse saß die Treibleitung, die das Ganze aus der Hülse rausgedrückt hat. Also, wir können sagen, diese Hülse oder dieser Hülsenrest und dieser Hülsenkopf stammen von Hülsen, die nicht abgefeuert wurden. Die Hülse in der Mitte, die auch am vollständigsten erhalten geblieben ist, wurde abgefeuert und ist komplett leer. Bei den beiden Hülsen oben und unten ist jeweils der unverrottbare Teil in Form von Korkscheibe und Filzscheibe erhalten geblieben. Die Pappscheibe, die ist nicht mehr zu sehen. Und hier kann man eventuell auch noch ein bisschen erkennen, dass das Ganze mal mit einer Lackabdichtung versiegelt war. Nachdem wir uns jetzt den Aufbau einer Signalpatrone angeschaut haben und damit feststellen konnten, dass es sich eindeutig um die vermuteten Objekte handelt, können wir bei der Patrone in der Mitte auch noch eine genauere Zuordnung treffen, um welche Signalfarbe es sich gehandelt hat.
Wir können es bei der Patrone oben und bei dem Hülsenkopf am Ende leider nicht mehr sagen, weil dafür nicht genug von der Patrone erhalten geblieben ist. Hier haben wir jedoch noch den Boden der Hülse und den können wir natürlich einordnen. Es war nämlich folgendermaßen durchdacht, dass man die Signalsterne unter Umständen auch bei schlechtem Wetter oder vielleicht auch in der Dunkelheit abfeuern musste. Im schlimmsten Fall hätte man im Notfall dann jedoch nicht erkennen können, um welche Signalfarbe es sich handelt. Und das ist natürlich für die Kommunikation ein entscheidender Faktor. Man hat es deshalb folgendermaßen gemacht, dass sich am Boden der Signalpatrone jeweils ein sogenanntes Fühlzeichen befand. Wir sehen hier, dieser Rand der Patronenhülse ist komplett glatt. Man kann es also wirklich fühlen. Hier kann man einmal glatt drumherum fühlen. Das hier müssen wir ein bisschen außer Acht lassen. Da hat sie eine Delle gekriegt. Das gehört aber eigentlich nicht dahin. Es gab insgesamt drei verschiedene Fühlzeichen für drei verschiedene Signalfarben. Einerseits gab es einen Bodenrand, der komplett geriffelt war. Das nannte sich ein rauer Bodenrand. Dieser Bodenrand signalisierte dem Fühlenden die Farbe Rot. Danach gab es einen Bodenrand, der zur Hälfte glatt und zur anderen Hälfte geriffelt war. Man konnte also fühlen, eine Hälfte war rau, die andere Hälfte war wiederum glatt. Das stand für die Signalfarbe Weiß oder Grau. Und die dritte Möglichkeit, die es gab, war ein komplett glatter Bodenrand, den wir hier auch sehr schön erkennen können. Und bei einem glatten Bodenrand, da handelte es sich um die Signalfarbe Grün. Damit können wir für die mittlere Signalpatrone festhalten, dass es sich also um die Signalfarbe Grün gehandelt haben wird, die verschossen wurde, um damit ein grünes Signal zu geben. Diese drei Funde hier sind also unsere geschichtsträchtigen Objekte. Ganz im Gegensatz zu der Landsuche haben wir im Wasser also Objekte gefunden, die etwas mit der Geschichte zu tun haben. Eine für einen ähnlichen Zweck verwendete Signalfackel kam dann auch noch zum Vorschein. Diese hier ist allerdings natürlich wesentlich moderner als die anderen drei. Ein Fund, der uns noch bei der Wassersuche hier ein bisschen zur Verzweiflung getrieben hat, war dieses Anhängerherz, aller Wahrscheinlichkeit nach der Anhänger für ein Hundehalsband. Aber dadurch, dass das so ein leichtes Objekt ist, ist das aus dem Sandscoop immer wieder rausgewaschen worden. Und das seht ihr jetzt hier noch einmal in dem kleinen Ausschnitt von der Wassersuche. Eine kleine Welle oder Wasserbewegung hat schon bereits genügt, um den federleichten Anhänger wieder aus dem Sandscoop herauszuspülen. Wenn wir einmal genau hinsehen, dann passiert das genau jetzt. Ja, nur ich habe es dummerweise nicht bemerkt und bin fast daran verzweifelt, diesem Geistersignal immer wieder hinterher zu jagen. Jedes Mal, wenn ich hineingeschaut habe, war das Sandscoop leer und ihr seht natürlich hier nur einen kurzen Ausschnitt dieser Episode, die sich eigentlich über einen viel längeren Zeitraum hingezogen hat. Letztlich war der Anhänger nur deshalb zu sehen, weil er eine unnatürlich rote Farbe hat und sich damit so sehr vom Untergrund abgehoben hat, dass man ihn mit bloßem Auge erkennen konnte. Ansonsten hatten wir an diesem Tag noch das witzige Glück, eine Gabel zu finden, wie auch immer die ins Wasser gekommen sein mag. Vielleicht von einem Schiff heruntergespült oder aus lauter Übermut ins Wasser geworfen. Wir haben sie auf jeden Fall wiedergefunden. Eigentlich ist sie aus Edelstahl. Wir müssen sie jetzt hier noch ein bisschen reinigen, damit das angegriffene Metall uns hier nicht weiter verrostet. Dann kam einen Tag später neben der vorhin erwähnten Signalfackel nochmal ein Euro zum Vorschein, also ein neuerer Fund und ein stoffbezogener Metallknopf. Allerdings wahrscheinlich auch ein etwas modernerer, weil wir sehen, hinten hat er einen Kunststoffrückteil, aber das vordere Teil hier, das wird Aluminium sein und war mal mit Stoff überzogen, wovon wir hier noch einige Reste sehen. Eher also auch ein neues Objekt.
Die spannendste Münze der gesamten Suche tauchte dann am letzten Tag der Wassersuche auf. Das ist dieses tolle Objekt hier. Es handelt sich um eine chinesische Münze, genauer gesagt um einen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, einen Yuan. Ein Yuan aus China war also unsere krönende Abschlussmünze, die natürlich die größte Besonderheit der ganzen Suche war. Ansonsten waren es ja, wie gesagt, eigentlich nur Euro-Münzen, wenige D-Mark-Münzen. Aber diese Münze hier ist natürlich etwas ganz Besonderes gewesen. Wenn wir uns jetzt einmal überlegen, was die Land- und die Wassersuche ergeben hat, so können wir ganz am Ende folgendes Fazit ziehen. Die Landsuche hat natürlich eindeutig mehr hervorgebracht, aber die Wassersuche hat nach unserer Auffassung die interessanteren Objekte gebracht. Ich würde sagen, wir können uns damit auf einen Unentschieden einigen, weil es natürlich jetzt immer auf den persönlichen Geschmack ankommt, ob man eher auf eine Vielzahl von Funden Wert legen würde oder ob man eben halt eher auf Besonderheit sein Augenmerk richten möchte. Insgesamt kann man also jedoch sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Reise und Suche in Laboe war und wir äußerst glücklich sind über diese tollen Fundstücke, die ihr hier vor uns seht. Zu unserer Fundauswertung gehören selbstverständlich auch die Begleitfunde, die wir nun für Land und Wasser noch einmal gegenüberstellen wollen. An Land, da haben wir die Umwelt von 1,5 Kilo Müll befreit. Demgegenüber stehen zwei Kilo, die bei der Wassersuche gefunden worden sind. Im Verhältnis ergibt sich daraus eine schlechtere Bilanz für das Wasser, weil dort mehr Müll weniger interessanten Fundstücken gegenübersteht. Einen eindeutigen Gewinner gibt es aber trotzdem, und das ist ganz eindeutig die Umwelt, der wir nämlich etwas Gutes tun konnten, indem wir sie von insgesamt 2,7 Kilo Metallabfall befreien konnten. Zum Abschluss unseres Videos von Laboe kommt jetzt natürlich noch unsere allgemein übliche Fundschau, in der wir euch noch einmal einen Gesamtüberblick über alle Funde geben, die während unseres Aufenthalts zutage getreten sind.
Nach einem spannenden und interessanten Aufenthalt sind wir jetzt am Ende unseres Videos in La Boe angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir euch einige interessante Einblicke geben konnten. Wir hoffen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald.